Huh?
Thermopylen. Man sagt, man kann dieses Schlachtfeld nicht überqueren, ohne dass sich die Füße rot färben vom Blut. Wenn du deine Augen schließt, kannst du sie hören. Ihre letzten Kriegsschreie, bevor jeder dieser tapferen Spartiaten umkam. Sie wurden an diesem Tag zum Schweigen gebracht, aber an ihre Geschichte wird man sich auf ewig erinnern. Du hast mich doch nicht hierher gebracht, damit wir über tote Spartiaten reden. Was willst du, Herodotos? Die Schlacht bei den Thermopylen klingt noch in unseren Herzen nach, aber hier fühlt man es in den Knochen. Hier gibt es nichts außer Geistern. Ich sorge mich um die Lebenden. Strecke deinen Speer aus. Mein Speer? Warum? Ich muss etwas wissen. Herodotos. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Die Geschichten sind wahr. Es ist der Speer des Leonidas. Die Waffe eines Helden. Wo waren Spartas Verbündete? Die Spartiaten waren nicht die einzigen, die sich Xerxes und seinen Horden entgegenstellten. Aus der ganzen griechischen Welt kamen Menschen, die bewaffnet und bereit zum Kampf an der Seite von Leonidas und seinen 300 standen. Aber als der König Angst in ihren Augen sah, schickte er sie nach Hause. Das klingt nicht nach Mut, sondern nach Wahnsinn. Die Pythia sagte vorher, dass Sparta entweder seine Freiheit oder seinen König an die Perser verlieren würde. Leonidas traf eine Entscheidung. Was ist nach der Schlacht mit Leonidas geschehen? Xerxes war bekannt dafür, Krieger zu ehren, die heldenhaft gegen die Perser kämpften. Aber Leonidas hatte ihn so wütend gemacht, dass er ihm den Kopf abschnitt und aufspießte. Eine blutige Schlacht folgte. Seine sterblichen Überreste wurden von den Spartiaten geborgen und hier begraben. Jetzt ruht er jedenfalls dort, wo er hingehört. In Sparta. Was ist mit dem Verräter Ephialtes geschehen? Der König bezahlte ihn gut, aber auf Verrat folgt Verrat.
Auf ihn wurde ein Kopfgeld ausgesetzt und er starb, wie er lebte, als Feigling. Du wusstest, das würde passieren. Ich wusste es nicht, aber ich ahnte es. Es gibt einen Ort, den ich für eine Traumvorstellung hielt. Bis jetzt. Ein merkwürdiger Bau auf der Insel Andros. Mysteriöse Formen in Stein gearbeitet. So etwas habe ich noch nie gesehen. Willst du nach Andros segeln, um mir diese Formen zu zeigen? Auf meinen Reisen hörte ich von einer alten Zivilisation. Von Menschen, die vor uns kamen. Dein Speer hat eine Verbindung zu diesem Ort. Du erwähntest Menschen, die vor uns kamen. Wer waren sie? Sie waren keine Götter, aber lebten länger als andere Sterbliche und waren viel intelligenter. Ich habe Dinge gesehen, in Höhlen eingemeißelt, seltsame Symbole, die vermuten lassen, dass es eine alte Zivilisation gab, die die Menschen erschuf und ihnen das Feuer gab. Aber Zeus gab Prometheus die Schuld. Ja. Vielleicht hat sein Adler die falsche Leber gefressen. Der Speer ist bei dir erwacht, Herodotos. Ich vertraue dir. Du verstehst. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um bei der Suche nach deiner Mutter zu helfen. Versprochen. Aber zuerst müssen wir nach Andros. Wir treffen uns am Schiff. Willst du uns begleiten? Nur ein kleines Stück. Ich habe in Athen etwas zu erledigen. Herodotos hilft mir, meine Mutter zu finden. Du hast den Beistand der Götter gesucht und sie brachten dir Herodotos, genau wie sie dich zu mir brachten. Ihre Pläne entziehen sich unserem Verständnis. Wir können nichts tun, außer ihnen zu folgen. Vielleicht hast du recht. Herodotos und ich haben auch gemeinsame Feinde. Wie Elpenor? Er ist wahr. Teil einer mächtigen Gruppe, die sich Kult des Kosmos nennt und über das Orakel die griechische Welt kontrolliert. Das Orakel kontrollieren? Unmöglich! Das würde Apollon nie zulassen! Jetzt suchen sie nach meiner Mutter. Ich muss sie vor ihnen finden. Und ich glaube, sie werden jeden bekämpfen, der ihnen in die Quere kommt. Bei Hermes! Das Orakel wird manipuliert und jetzt dieser Kult! Wissen wir, wer sie anführt? Ich weiß es nicht sicher, aber... Es könnte meine Schwester sein. Deine Schwester? Bei Zeus, dein Leben ist kompliziert. Wem sagst du das? Aber keine Sorge. Der Kult des Kosmos hat jetzt drei neue Feinde. Und einer davon kämpft wie Ares und scheißt Donner wie Zeus. Wir werden den Zorn der Götter über ihnen entfesseln. Ist er immer so positiv? Immer. Deshalb mag ich ihn so. Poseidon, trage uns nach Athen! Zuerst müssen wir nach Andros. Was meinst du? Ja, sie ist alt. Vielleicht nicht mehr in der besten Verfassung. Hättest du das nicht vor dem Ablegen sagen können? Wo in Poseidons Namen sollen wir jetzt das Material herkriegen? Mein Vater brachte mir bei, dass die See nimmt. Und wir müssen dasselbe tun. Zum Glück gibt es hier viele Piratenschiffe, die wir kapern können, um uns zu bedienen. Worauf warten wir noch? Jagen wir Piraten! Nun, da wir das nötige Material haben, können wir den Schiffsrumpf verstärken. Gepriesen sei Poseidon. Wie die Faust des Meeres wird sie unsere Gegner zerschmettern. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Setzen wir Segel! Schön, dich zu sehen, Kapitän! Thank you.
Ihr könnt es sicher fertigen. Haltet eure Waffen bereit! Malaka! Die wollen uns nehmen! Yeah.
Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Marathon liegt vor uns. Marathon? Du weißt, die Schlacht, in der eine Handvoll Athener die erste persische Invasion zurückschlug. Ja. Der große Tethys, König Dareios von Persien. Ich weiß nicht. Angriff! Oder bereit machen!
Alexios, ich wollte dich schon lange etwas fragen. Was? Dein Speer. Wie hast du ihn gefunden? Mutter sagte, die Spartaner hätten ihn von der Schlacht bei den Thermopylen zurückgebracht. Warum ihn ihr zurückbringen? Leonidas war ihr Vater. Unglaublich. Der Speer schenkt dir Visionen. Er findet dich kühl. Wie ein Sieg. Werner, hilf mir der Schlacht. Wie genau? Ich kann es kaum beschreiben. Es ist, als kenne ich die nächste Aktion meines Gegners. Und bevor sie das... Faszinierend. Das ist wirklich außergewöhnlich. Du findest dich sogar bei Nacht in diesen Gewässern zurecht. Beeindruckend. Das ist deine Kunst. Mein Vater sagte immer, wenn nix nicht brennt, such nach Hekate. Dein Vater ist auch zur See gefahren? Nein, er war Töpfer. Aber er war ein Mann, der selbst an den dunkelsten Orten Licht gesehen hat. Dann kommst du nach deinem Vater. So geht es uns allen, ob wir wollen oder nicht. Wir nähern uns der Insel Andros, Alexios. Ja, dort kann man das Grab des größten Myrmidonen, Achilleus, sehen. Ich bin etwas mehr davon beeindruckt, dass Andros den teuersten Marmor in der ganzen Welt exportiert. Ist das der Ort mit den Ruinen einer alten Zivilisation, von denen du sprachst? Oh ja, das ist er. Such nach einem großen Tor. Wir bleiben hier. Da wäre ich. Ist das eine Tür? So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Wie kommt man da rein? Ich frage mich, ob... Wer ist da? Zeig dich! Mit Zögern. Bringst du dich nur schneller? Ins Grab, ich weiß, Martha. Du wirst immer besser und dein Wille ist stark. Doch du handelst nicht. Das wollte ich ja. Ich weiß, aber es sind die Augenblicke dazwischen, die entscheidend sind. Du bist dran.
Leonidas Speer! Du bist jetzt alt genug. Der Speer meines Vaters bringt eine Bürde mit sich, aber du bist bereit. Ich hab was gespürt. Ja? Der Speer ist voller Magie. Er entstammt einer Dynastie der Macht. Eine Linie von bedeutenden Helden desselben Blutes, das in deinen und meinen Adern fließt. In unserer Familie. In uns allen? Denk an Leonidas. Er hatte sehr viel Mut. Und er hat ein großes Opfer gebracht. Sein Blut ist dein Blut. Und auch seine Kraft. Wir sind in der Lage, bestimmte Dinge um uns herum wahrzunehmen. Das ist die Gabe unserer Familie. Aber das kann nicht jeder verstehen. Manche erkennen die Macht, die wir in uns tragen, und wollen sie nur für sich. Sie werden versuchen, sie uns zu nehmen. Das lasse ich nicht zu. Ich weiß. Du bist ein Krieger. Wenn wir weitergehen, immer weitergehen, sind wir unbesiegbar. Ein Sturm zieht auf. Nun, dann sollten wir jetzt vielleicht weitergehen. Martha, ich habe dich nicht vergessen. Wer hat all das erbaut? Wie ist sowas überhaupt möglich? Wie sollte ich sowas jemandem wie Markus erklären? Da drüben leuchtet etwas. Die Schmiede. Ich wusste es, ich habe dich zu lange im Animus gelassen. Deine Vitalwerte sind abgestürzt. Du verstehst das nicht, das bestätigt es. Alexios hat ISO-Technologie nicht nur besessen, er konnte sie sogar verbessern. Stell dir vor, wie mächtig dieser Stab sein könnte. Ich gebe zu, das wäre ein unglaublicher Fund. Nur im Moment bin ich die Ärztin und kümmere mich um dich. Und jetzt ruh dich aus, bevor du zu Alexios zurückgehst. Wenn du drauf bestehst, aber nur, weil ich draußen noch etwas zu tun habe. Bitte krieg einfach den Kopf frei. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass die Leiterin unserer Zelle uns im Sicker-Effekt aufspießt, weil sie uns für Hethiter oder Thraker hält. Tu ich nicht. Aber Thraker feiern tolle Partys. Vergiss nicht, wir sind ein Team. Wir halten dir den Rücken frei, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Ich weiß. Kyoshi hat gestern das Loft gesichert und hält die Augen offen.
Elena steht bereit für historische Recherchen. Und sprich mit mir, falls du nach einem Animus-Aufenthalt verwirrt bist. Ganz die Therapeutin. So, Frau Doktor, wie fühlst du dich jetzt, wo der Stab zum Greifen nahe ist? Ich glaube, dass dieser Stab wichtig ist. Aber Templer und Assassinen haben schon früher Edenstäbe gefunden. Nikolai Tesla hat einen in Russland gesprengt, wenn ich mich recht entsinne. Das ist was anderes. Wenn es stimmt, was ich in Ägypten sah, kontrolliert dieser Stab nicht den Verstand, sondern die Physik. Stell dir vor, wir könnten die Regeln des Universums umschreiben. Der Speer, den du gefunden hast, ist hier und er macht gar nichts. Der Speer gehört zu einer Blutlinie. Leonidas, Alexios und Demos, ich meine Cassandra. Sie hatten eine spezielle Verbindung zu ihm. Bist du denn sicher, dass du den Hermesstab benutzen kannst? Nein, aber wenn die Templer ihn kriegen, suchen sie so lange, bis sie jemand finden, der es kann. Und? Was hältst du von meinem neuen Animus? Du meinst unserem neuen Animus? Das ist Abstergo-Equipment. Dessen Innenleben ich bis ins kleinste Detail modifiziert habe. Es ist ein Prototyp der Brayman-Version mit optimierten Ein- und Ausgabemöglichkeiten. Ultraportabel mit mehr Rechenpower als die NASA und CERN zusammen. Ich mach kurz Pause. Schade, dass wir keinen Zugang mehr zum Fitnessraum haben, oder? Die Mitgliedschaft ist zu teuer. Ich frag mich, ob die Fry's London wiedererkennen würden. Ich meine, ein Dach ist ein Dach. Wie läuft es da draußen? Gut. Keine Gefahr in Sicht. Schön, wieder mit dir zu arbeiten. Ja, unsere Arbeitsweisen sind kompatibel. Bist du noch sauer wegen des letzten Zusammenstoßes mit Abstergo? Es tut mir leid, mir war nicht klar, wie steil diese Hügel in Quebec sind. Aber hey, deine Yakuza-Reflexe haben uns gerettet. Sorry, Ex-Yakuza. Wir leben noch und unsere Wunden sind verheilt. Das ist alles, was zählt. Ganz genau. Ich kehre in den Animus zurück und folge Herodotos Spur, um den Stab zu finden. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Entscheidungen. Man kann nie wissen, welche richtig sind. Du hast eine der Bruderschaften geleitet. Was würdest du tun? Einen Schritt nach dem anderen. Beobachte, dann handle. Oder bring alle um und durchsuch sie nach Antworten. Deine Wahl. Danke für die Rückendeckung, Kiyoshi. Ich lass dich mal arbeiten. Ich melde mich, falls Abstergo auftaucht. Sieht aus wie Third Echelon. Oder war es Fourth? Schade, dass wir gehen mussten, ohne Karibu zu trinken. Faszinierend. Leila, ist es zu glauben, dass wir Herodotos persönlich treffen? Ist es. Und er redet ziemlich viel. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Passt das, was ich gesehen habe, zu deinen Recherchen? Ich musste den Animus anpassen, um das Buch als Referenz nutzen zu können. Dieses Buch ist ein verlorenes Werk von Herodotos. Er hat quasi das Konzept der Geschichtsschreibung erfunden. Und andere Persönlichkeiten passen auch. Kleon, Perikles, die Möglichkeit, die Geschichte selbst zu erleben. Deshalb bin ich bei den Assassinen. Für die meisten ist es wohl Gerechtigkeit oder von Dächern springen. Aber Geschichte ist auch cool. Ich liebe Geschichte, seit mein Opa mir Geschichten über seinen Opa in Irland erzählt hat. Er war ein Seemann und Abenteurer, also setze ich quasi die Familientradition fort. Ich hatte so ein Glück. Man schafft sich sein Glück selbst. Warum sagen mir das immer alle? Also ich traf Herodotos, aber ich weiß nicht viel über ihn. Er ist brillant. Seine Historien gelten als das wichtigste Werk über das klassische Griechenland. Leute haben Karriere gemacht, nur weil sie seine Worte neu interpretiert haben. Ihn in seiner Welt zu sehen, durch seine Polis zu gehen und... Tut mir leid. Er ist so eine Art Held für mich. Lass das Fangirl ruhig raus. Yay! Ich lass dich mal arbeiten. Wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Ob ich...
Hier soir, un cambriolage a eu lieu à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Heureusement, les dégâts au bâtiment historique sont minimes. Le secrétariat de la paroisse rapporte que les malfaiteurs sont partis en laissant derrière la cible du vol.
verlorene Buch von Herodotus, der Speer des Leonidas. Würde ich nicht für die Assassinen arbeiten, würde ich es nicht glauben. Ich bin mir jetzt nicht mal sicher. Aber mit ein bisschen Glück und viel Recherche haben wir den archäologischen Fund des Jahrhunderts gemacht. Oder wir hätten, wenn es nicht geheim wäre. Der Mittelpunkt des Universums im Altertum. Adler sind prima, aber interessierter Affe wäre noch cooler. Bist du sicher, dass du schon in den Animus zurückkehren willst? Ich habe das Gefühl, du wirst ziemlich lange da drin sein. Ja, ich bin bereit, wieder zu Alexios zu werden. Alles klar. Ich passe auf dich auf. Speer ist jetzt besser. Der Kult hat keine Chance.
Naja, auf jeden Fall wird sich Herodotos freuen. Denn ganz sicher ist lange vor uns jemand hier gewesen. Ob Leonidas wohl von diesem Ort gewusst hat? Du bist nicht schwer zu finden. Du bist mir gefolgt. Geht es dir gut? Cassandra, du lebst. Fass mich nicht an. Ach komm, kleine Schwester. Du musst mir alles erzählen. Was ist dir zugestoßen? Ich muss dir gar nichts erzählen. Ich kenne dich nicht. Aber ich kenne dich. Ach, wie dem auch sei. Es gibt wichtigere Dinge zu besprechen. Richtig. Wie das, was du mit dem Artefakt angestellt hast. Du hast meine Aufmerksamkeit, falls es das war, was du wolltest. Was? Das Artefakt hat uns die Wahrheit gezeigt. Wir sind eine Familie und haben es lebend aus Sparta herausgeschafft. Ja, es hat die Wahrheit gezeigt. Nämlich das, was ich immer wusste. Du hast mich von einem Berg geworfen. Wenn du das glaubst, Cassandra, hast du dir wohl dabei den Kopf gestoßen. Es wurde mir berichtet, und zwar nicht von einem Lügner wie dir. Und nenn mich nicht Cassandra. Gut, Deimos. Aber die kenne ich noch nicht. Sie ist eine Halbgöttin. Verehrt und gefürchtet vom Kult und der griechischen Welt. Warum arbeitest du dann für den Kult? Hast du mir nicht zugehört? Sie folgen meinen Anweisungen. Dann triff deine eigene Wahl. Hilf, Martha zu finden. Ich will keine Familienzusammenführung. Ich will nur wissen, was du hier machst. Dasselbe wie dein Kult. Ich suche unsere Martha. Sie brauchen sie nicht. Das sieht dein Kult anders. Myrina ist ihr nächstes Ziel. Wenn sie sie suchen würden, dann um sie umzubringen. Aber wenn du nicht weißt, wo sie ist, hat sie dich wohl auch verstoßen. Wie traurig. Selbst wenn wir verstoßen wurden, haben wir überlebt. Es kann alles wieder wie früher werden. Wir müssen sie nur finden. Der Kult interessiert sich nicht für Sentimentalitäten oder Familie, sondern nur für Macht. Wenn sie es auf uns alle abgesehen haben, Saki Nikolaos finden sie nie. Er ist untergetaucht. Glaub mir, ich habe selbst gesucht. Wenn ich dich finden kann, das verloren geglaubte andere Kind von Nikolaos, dann finde ich ihn auch. Er wird sich wünschen, selbst vom Berg geworfen worden zu sein. Mir ist egal, was du denkst. Ich werde Myrina finden. Tu das Richtige. Komm mit mir. Was? Wir könnten sie suchen. Gemeinsam. Du kannst mir helfen. Oh, du glaubst, Freundschaft ist die Antwort? Sollen wir Hand in Hand umherlaufen und unsere liebe Martha suchen? Bitte, du bist schwach. Es geht um Verantwortung, nicht um Schwäche. Ich gebe meine Familie nicht aus Gehässigkeit auf. Verantwortung? Steig von deinem hohen Ross. Der Kult hat einen Plan und den wird auch jemand wie du nicht durchkreuzen. Deine eigene Mutter zu entführen reicht nicht? Wir entführen nicht. Wir machen Politik. Die, die nicht für uns sind, sind gegen uns. Und für diesen Fehler zahlen sie. Wie ich? Wie du. Ich hörte, du willst nach Athen reisen. Wenn du dort bist, bestelle Perikles und seinem elitären Abschaum, dass sie die Nächsten sind. Der Kult ließ Myrina leben. Und Nikolaos auch. Warum sollten sie jetzt sterben? Weil du lebst. Du hast ihr das eingebrockt und dir selbst. Der Kult ist mächtig, aber sterblich. In meinen Adern fließt das Blut der Götter.
Sie glauben in deinen auch. Doch sie werden sehen, wie falsch sie liegen. Du weißt, ich werde den Kult bekämpfen. Du hast gesehen, wie viele wir sind. Gesehen, was ich tun kann. Und du denkst immer noch, du hättest eine Chance? Wetten? Mutig zu sein liegt also in der Familie, nicht wahr? Du sagst, wir wären vom gleichen Blut. Also zeig mir, wozu du imstande bist. Immerhin haben wir uns gefunden, Schwester. Du sollst mich nicht anfassen. Deimos! Malaka. Herodotos wird mir kaum glauben. Ich muss ihm sagen, was passiert ist. War die Legende wahr? War es umwerfend? Was ist dir zugestoßen und deinem Speer? Immer ruhig, Herodotos. Mein Speer ist nun noch stärker. Ich spüre es. Du hattest recht. Es gab dort eine Art Artefakt. Es zeigte mir eine Vision von mir und meiner Mutter. Also gab es die alte Zivilisation wirklich? Alexios, du ahnst nicht, was für eine Macht du besitzt, eingeschlossen in Leonidas Speer. Das war noch nicht alles. Deimos ist mir gefolgt. Der Kult setzt seine Pläne in die Tat um. Das hat sie mir gesagt. Und sie sind hinter uns her. Hinter meiner Familie. Perikles. Warum sollte sie dir das sagen? Außer es ist eine Falle. Das ist egal. Wir müssen nach Athen, um Perikles zu warnen. Und wir müssen meine Mutter finden, bevor die es tun. Dann gehen wir zu Pnyx. Wenn Perikles sich irgendwo aufhält, dann dort.